Ja, Glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SSZ. Ich bin der Sascha. So, es ist also soweit. Wir hatten ja zwei Gewinner festgestellt bei unserem Gewinnspiel. Und ich hatte gesagt, ich hau da nochmal die Jacke raus, weil leider kann ich ja nicht alle Gewinner treffen. Die Gewinnerin, eine, kommt leider. Und von daher ist eine Übergabe jetzt gegen Leipzig nicht möglich. Also treffen von daher auch nicht. Und ja, dann haben wir uns gesagt, dann verschieben wir das auf später, aber mehr dazu dann werde ich euch am Sonntag noch erklären. Und auch der zweite Gewinner, da ist auch ein bisschen komplizierter, werde ich dann auch im Vlog am Sonntag dann nochmal erläutern. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt rein und gucken wir dann, wer jetzt der nächste Gewinner ist, wo auch die Bedingung war, dass derjenige dann am Sonntag dann beim Spiel sein wird, dass wir uns dann auch auf jeden Fall treffen können. Ja, okay, dann gehen wir mal rein. Ich schalte mal um. So, wir geben also den Link ein vom Gewinnspiel jetzt. Filter, Duplicate User und unser Wortwahl super Idee. Wir haben einen Gewinner, wie gesagt. Schauen wir eben. Wie viele mitgemacht haben, sind 10 Stück, die mitgemacht haben. Danke, auf dem will ich auf jeden Fall nochmal, dass ihr dann meine Community-Tabs auf jeden Fall auch verfolgt. Und das war mir auf jeden Fall wichtig, dass jetzt jemand gewinnen würde, dann auch nochmal letztendlich, der auch das verfolgt, was ich so hier von mir gebe im Internet. In dem Sinne, ja, schauen wir mal jetzt. Also, ich werde da mal jetzt starten und dann bin ich mal gespannt, wer gewonnen hat von euch. Los geht's! Okay, gewonnen hat also in dem Fall Mika 1848. Ich sage dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich werde dir dann gleich schnellstmöglich schreiben und dir die E-Mail von mir rüberschicken, dann können wir uns in Verbindung setzen und dann können wir mal schauen, wie wir das morgen da machen mit der Übergabe. Dann allerdings gibt es noch was anderes Schnelles, was ich ansprechen wollte. Und zwar war jetzt unter dem Video von Gladbach, da hatte ich jetzt das eine oder andere, sage ich mal, nicht so schöne Kommentar jetzt gesehen. Auch wurde mir abgesprochen, dass ich nicht die richtige Einstellung, Mentalität hätte, was den VfL angeht, also wie man so sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja gut, wenn ich dann da sitze im Stadion, natürlich muss ich zugeben, war meine Einstellung auch überzogen, dass ich jetzt gedacht hatte, wir könnten was mitnehmen. Gladbach natürlich hat eine durchaus starke Mannschaft. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich hatte auch gehofft, dass wir ähnlich performen können wie in den letzten Wochen zurück. Und das war halt nicht geschehen. Und da hatte ich mich wirklich sehr, sehr geärgert darüber, dass wir hier haben dann bei dem Spiel die Punkte haben liegen lassen. Ja, und dann musste ich mir das leider anhören. Und da habe ich mir so gedacht, ja, interessant. Ich meine, man geht 30 Jahre zum VfL, was mich absolut nicht zum besseren Fan macht wie jeder andere, wie ihr auch. Ich bin genauso wie XY, also da machen wir keinen Unterschied. Ich habe 900 Spiele live gesehen und ich denke mal, das ein oder andere war darunter, wo wir auch mal eine längere Niederlagenserie gehabt haben. Und da bin ich trotzdem nach 10 verlorenen Spielen immer noch beim 11. Mal hingegangen, egal ob das zu Hause oder auswärts war. Also von daher finde ich ja ein bisschen übertrieben. Ich meine, derjenige kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht und schade eigentlich, dass man dann sowas hinschreibt. Also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, wenn man sich mal trifft am Stadion und einfach mal drüber redet. Ganz normal meine ich jetzt. Also jetzt nicht wieder was Falsches verstehen. Aber das weiß ich nicht, habe ich ein bisschen beschäftigt, muss ich wirklich sagen, weil da, so lange, wie ich da zum VfL gehe, egal ob in Waldorf Astoria, erste Runde Pokal in Flensburg, in Salmrohr, in Buxtehude oder Teokleputz, keine Ahnung. Also ich denke mal, ich war das ein oder andere Spiel schon dabei. Und wo wir gerade beim Thema waren, Waldhof Astoria war auch keine Glanzstunde von unseren Jungs.
Und da habe ich mich nur halb so viel aufgeregt. Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr euch das eventuell alles reingezogen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag beim Vlog wieder. Danke an den Gewinner. Ich melde mich gleich noch und dann freue ich mich auf die Übergabe morgen. Also, macht's gut und bis zum Sonntag dann. Ciao, ciao.